Hallo zum neuen Video. Wir sind auf dem Weg zu unserem Econelo oder Elazzi genannt, denn die Nachfrage war wirklich extrem groß, dass wir noch ein Video darüber machen, wobei ich allerdings nicht weiß, was ich euch da genau noch zeigen soll, aber wir machen einfach mal was, weil ich bin davon nicht überzeugt, Alex ist davon nicht überzeugt und alle, die bisher hier waren und haben sich das Auto angeguckt, wenn man es Auto nennen kann oder Leichtkraftfahrzeug, ist es echt nicht so toll. Sag ich mal, es ist echt kein tolles Auto, ne? Nein, also ich bin ja immer recht unvoreingenommen, sag ich mal. Ja, gerade du, ne? Gerade, ja. Weil Alex steht eigentlich auf all so günstige Sachen oder, ne? Ja, aber es hat keinen Spaß gemacht, hängen geblieben. Wer bei Instagram das gesehen hat, Alex wollte damit nach Hause fahren, weil er das immer so toll findet, solche Geschichten, so eine total hässlichen, komischen Kisten, auffällig sein, wollte damit unbedingt nach Hause fahren und du hast es geschafft, keine Ahnung, 20 Kilometer, ne? Nee, um Gottes Willen, wäre schön gewesen. Bin aus dem Ort rausgekommen, 5 Kilometer, dann war der Akku schon platt und dann wollte ich noch zurück. Und dann bin ich so mit Ach und Krach den Berg hochgekommen und mit Schritttempo dann hier zurück auf den Hof. Ich bin dann nicht mehr hier die Kante hier zur Halle. Da ist so eine Kante, geht so leicht bergauf, bin ich nicht mehr hochgekommen. Und für alle, die, also ich muss Alex jetzt in Schutz nehmen, du bist ein bisschen stabiler, ne? Ja. Gesamtzuladung, du wusstest das, was darf das Ding? 175 Kilo. 175 Kilo, da bist du bei Weitem nicht und man darf zu zweit auch damit fahren, also es war da nicht irgendwie überladen oder so, ne? Nee. Trotzdem hat das alles nicht gepasst. Und wir haben vorher vollgeladen, es war 100% angezeigt, jetzt haben wir auch vollgeladen, glaube ich, wir gucken gleich mal drauf, wir hatten es an eine Stromdings dran, an eine Dose. Ja. Müsste voll sein. Ich fahre mal mit euch, mal sehen, ob wir ein bisschen weiter heute kommen. Ich werde auf jeden Fall auch versuchen, rechtzeitig umzudrehen, weil ich habe keinen Bock, da irgendwie in Schritttempo nach Hause zu kommen. Was für mich auch noch wichtig ist, ist die Preispolitik, wo ich mal kurz ein bisschen spicken muss. Einmal heißt das Ding ja wirklich mal Elazzi, Econelo. Das fängt bei das günstigste an, 6.000 Euro, selber Auto. Das teuerste ist dann irgendwo bei 7.500 Euro für dasselbe Fahrzeug. Ja. Bader, Netto, Otto, Neckermann, Sanpura, Norma, Westfalia, Netto nochmal, Baulinger, sagt mir gar nichts. Econelo ist wohl der Hauptvertrieb für Deutschland, richtig? Für den Econelo, ja. M1. Ja. Als Elazzi nicht. Okay, wie auch immer. Das ist total verwirrend eigentlich. Ja, es ist verwirrend. Wer Interesse an seinem Fahrzeug hat, der kann sich dann an Econelo wenden. Econelo. Ja, Econelo ist ja mit die teuerste Variante. Eigentlich sollte man sich so an Westfalia oder Netto oder sowas. Also wir haben ganz klar gesagt, wir filmen das jetzt nochmal, weil es vielleicht interessant und lustig ist, aber wir können das Fahrzeug keinen empfehlen. Und wenn es doch einer haben möchte, der kann dann unten mal in die Infobox gucken. Du kannst irgendwas reinschreiben, wo es das gibt. Ja. Aber wir müssen uns davon echt distanzieren. Da haben jetzt auch viele gesagt, hey Gott, seid doch nicht so streng in den Videos, redet das nicht so schlecht. Bei dem Preis ist es doch verständlich. Aber nee. 6.000 oder 7.000 Euro ist dann auch viel Geld. Es kommt stark auf das an, was man damit machen will. Ne? Genau. Wenn man damit jetzt nur von zu Hause zum Bäcker fährt und wieder zurück und man keine starke Steigung und nichts hat, dann okay. Aber alles, was darüber hinausgeht, kannst vergessen. Was ich auch finde ist, das haben wir glaube ich im ersten Teil schon gesagt, es soll ja wahrscheinlich dann auch für ältere Leute sein, aber das ist Einsteigen schon echt schwierig. Da hängt schon die Kamera, weil wir wollen euch dann gleich so ein bisschen live zeigen, dass wir auch da nicht irgendwie tricksen. Also das Einsteigen ist schon, man muss sich extrem weit nach vorne, so. Ich habe jetzt lange Beine, aber trotzdem ist es schon schwierig. So, als wenn du älter bist, du musst dann immer so nach hinten weg aussteigen. Ja. Und das finde ich extrem schwierig. Der Beifahrer hingegen, wenn man sich hinten reinsetzen möchte, da ist es wirklich einfacher. Der sitzt sich ganz hinten, aber man kann sofort in Höhe der Tür sich so hier reinsetzen und dann ist das echt. Das geht. Also hier hinten ist bequemer wie vorne. Also wer sich so ein Ding als alter Mensch kaufen will, dann muss ich noch einen Chauffeur dazu suchen. Dann ist das ganze Fahrzeug überflüssig. Wenn du einen Chauffeur hast, dann. Ja, stimmt. Könnte auch ein Taxi sein, ne? Kommen wir vielleicht zu ein paar Details. Vom Grund auf ist das schon in Ordnung. So von den Verkleidungen und so. Lenkrad ist relativ, ja, es ist alles sehr günstig gehalten. Also, man kann schon sagen, so typisch ein Billighersteller ist alles spartanisch ausgestattet, allein die Hebel schon, das ist... Also ich meine, man so rein optisch jetzt, wahrscheinlich auch über die Kamera mit diesem gebürsteten Aluminium-Look und so,
sieht das gar nicht so schlecht aus. Aber es fühlt sich halt richtig scheiße an. Ja. Was vielleicht auch gut gemeint war vom Hersteller, ist, dass das Klappdach nach vorne aufgeht, dass man die Luft reinkriegt. Ja. Aber in der Realität, klar, die Luft kommt rein, aber es ist eigentlich schlecht, weil man fängt sich die ganzen Fliegen ein. Es ist wirklich so. Ja. Wenn man irgendwie dann fährt und man fährt durch so einen Mückenschwarm, hat man sofort sich alles hier rein manövriert. Im Regen kann man es nicht aufmachen. Gar nicht, weil dann kommt sofort entgegengespritzt. Und ja. Also, was mir negativ aufgefallen ist, bei mir hat es geregnet, ja. Ich komme mit meinem Kopf da oben an dieses Ding, wenn das zu ist. An den Schnepper hier, ne? Ja, genau. Ja. Und der Scheibenwischer wischt nicht meinen Sichtbereich. Ja, das wollte ich auch. Das ist mir in irgendeiner Story. Ach nee, in dem ersten Video, wo wir reingefahren sind, ja, da habe ich das auch gesehen. Man sieht es auch. Also, wie machen wir es jetzt am besten? Ich setze mich mal rein und du filmst dann, wie ich die Scheibenspritzanlage betätige, dass man das sieht. Ja. Weil das wischt nur die Hälfte der Scheibe irgendwie. Ja, man sieht es schon auch mit dem Dreck auf der Scheibe fast. Ja. Und bleibt so stehen. Ja, ich komme raus und. Also muss man auch noch timen, wann man es ausmacht. Genau, hat keine automatische Abschaltung, man muss das so ein bisschen timen. Und hier sieht man schon, der wischt wirklich nur bis hierhin. Ja. Das ist Oberkante. Man kann aber auch keinen längeren Scheibenwischer nehmen, weil dann hängt er an der Seite drüber. Wenn ich mich jetzt reinsetze, guck mal, wo mein Kopf ist, meine Augen. Also mein Sichtbereich ist hier. Ja. Na? Also wenn es richtig regnet, dann müsste ich streng genommen, müsste ich fahren, ja, um dann was zu sehen. Jetzt nochmal zum Thema Reichweite. Uns ist hier schon aufgefallen, wenn wir das Fahrzeug laden, dass es trotzdem losfahren kann. Also es hat keine Abschaltfunktion, was wirklich schlecht ist, weil wenn man es vergisst abzuklemmen, kann man trotzdem losfahren und reißt sich die Steckdose aus der Wand. Oder das Ladegerät auseinander. Oder das Ladegerät auseinander. Was eigentlich nicht sein darf, weil alle Elektrofahrzeuge, auch Eixam und so, sobald die am Strom hängen, beziehungsweise wenn nur das Kabel steckt, auch wenn kein Strom anliegt am Stecker, was ja auch wichtig ist, genau, darf das Auto nicht losfahren, aus Sicherheitsgründen, dass man sich da nichts beschädigt. Ja. Und hier haben wir dann durch Zufall beim Laden festgestellt, dass wenn es lädt, kann man es trotzdem ganz normal wegfahren. Und wo Alex dann den Tag stehen geblieben ist, vielleicht haben wir da noch irgendwas. Haben wir uns gedacht, packen wir unser Stromaggregat aufs Dach, stecken das Kabel hinten rein, laden das Auto während der Fahrt auf. Funktioniert auch ganz gut. Ja, also ich meine, es wird jetzt nicht. Das Problem ist halt die Ladedauer, ne, von 8 Stunden. Genau. Und du kannst innerhalb von einer Stunde fährst den Akku leer, brauchst aber 8 Stunden, um wieder aufzuladen. Das heißt, man könnte dadurch vielleicht die Reichweite ein bisschen verlängern, weil man nicht so viel einspeist, wie man verbraucht. Genau. Also, ganz klar. Aber macht ja sowieso keinen Sinn, weil man kann ja schlecht mit Notstromaggregat auf dem Dach durch die Gegend fahren. Ja. Ne? Würden wir jetzt ganz gerne auch fürs Video machen, aber ihr habt es gerade gesehen, es ist sehr auffällig, wir könnten es festbinden, würde auch funktionieren, aber wir fahren hier von der Firma runter, wir werden sofort von der Polizei rausgekascht. Also das ist so auffällig, das ist, ja. Wir wollten sie das machen, aber das können wir echt nicht bringen, obwohl es lustig wäre. Auf jeden Fall. Deswegen sind wir nur auf dem Hof gefahren, um zu zeigen, dass es funktioniert. Okay. Die ganzen Lichtgeschichten, das wissen wir, das können die China-Leute. Ja, man kriegt schon jahrelang die LED-Strips hier für 10, 15 Geld. Euro günstig Geld. Das haben die bei dem Auto auch geschafft. Unter anderem, dass sie hier das Tatfahrlicht eingearbeitet haben. Das sieht schon stark aus. Also ja, da kann man nichts gegen sagen. Ja. Also, man müsste noch mal testen, wie das Abblendlicht bei Nacht ist. Ne? Ja. Aber und wenn du dann den Blinker anmachst, das ist schon... Ist schon cool, ja, das stimmt. Ist schon schick gemacht. Also das muss man wirklich sagen. Wie es da mit allen anderen Bauteilen aussieht, ja, das ist so die Frage, ne? Ich setze mich jetzt mal rein. Wollen wir zu zweit fahren oder alleine? Ich glaube, es ist besser, wenn du alleine fährst. Mit uns beiden drin ist das auf jeden Fall überladen. Stimmt, weil ich wiege auch schon stolz, 120 Kilo knapp. Ja, und 175 sind zulässiges Gesamtgewicht, ja, okay, und ich komme nicht auf 50 Kilo, das weiß ich. Kannst du bloß den Schenkel von hier mitnehmen. Okay, ich fahre jetzt damit los, ihr seid jetzt nur noch bei mir im Auto und dann Alex filmt uns dann gleich wieder, wenn wir hier sind. Ja, also hier sehen wir die Ladeanzeige hier rechts und ready.
Ich habe mich hier noch gar nicht mit beschäftigt, mit dem Tacho und so weiter. Kann ich das hier irgendwo noch weiterklicken? Nein. Ach, die Anzeige ist dann so fest, ja? Genau. Okay. Kannst du nur da drüben den Drehschalter auf D und losdüsen. Okay, hier links habe ich die Drehzahl oder was ist das? Das ist die Geschwindigkeit. Ach, und in Mitte auch nochmal km/h. Genau. Ja, eigentlich ist das links da Blödsinn. Und links habe ich hier die 100% Kapazitätsanzeige. Genau. Dann hast du rechts Spannunganzeige. Ja, und das ist eigentlich auch dasselbe im Grunde, nur einmal Spannung, einmal Prozent. Und rechts das grüne da, das Mäusekino ist auch nochmal dasselbe. Ah, okay. Also das ist dreimal dasselbe. Dreimal sagt er dir, du bist gleich, bleibst gleich liegen. Okay, ich starte mal. Bis gleich. Bis gleich, viel Spaß. Oh. Ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Kamera sieht, dass die Ladeanzeige schon, ich fahre mal hier im Schatten, schon relativ sofort reagiert. Jetzt haben wir da schon einen Strich weg bei einmal Vollgas geben. Wobei ich sagen muss, vom Anzug ist das schon okay. Ich fahre jetzt mal sofort eine kleine Steigung hier hoch bei uns. Und man sieht, der geht sofort auf Rot runter. Aber ich habe noch komplette Leistung. Mache jetzt Vollgas. Ich weiß nicht, ob man es hört. Vom Fahrgefühl ist es sehr labil, sage ich mal. Und instabil. Und ich habe kein Handy dabei. Das ist eine Katastrophe. Wenn ich jetzt gleich liegen bleibe, kann ich zurücklaufen. Ich kann noch nicht mal jemanden anrufen. Also hier die Steigung hoch, 30 km/h, das ist, also dafür, dass es ein Leichtkraftfahrzeug ist mit 45 km/h, ist die Geschwindigkeit echt nicht so gut. Wenn es ein Krankenfahrstuhl wäre, bis 25 km/h, wäre das schon okay. Aber wir müssen es ja mit einem Leichtkraftfahrzeug gegenüberstellen und das ist hier echt nicht so toll. Jetzt fahren wir gerade und jetzt ist die Geschwindigkeit schneller. Geradeaus mit ein bisschen Gefälle und jetzt bin ich gespannt, auf welche Geschwindigkeit wir kommen. Ja, es geht. Man merkt aber deutlich, dass ich jetzt Schwung kriege, weil es ein bisschen bergab geht. Ich habe die Fenster zugemacht. Also es, selbst mit einem vollgeladenen Akku schafft man keinen Topspeed. So wie gesagt, 45 schafft er gar nicht. Und man hört schon an dem E-Motor so ein bisschen, dass die Leistung nachlässt. Guck mal, ich bin auf Vollgas und die Leistung lässt nach. Oh oh. Heizung aus, Radio aus, keine Verbraucher. Ich habe nur das Standlicht an von gerade noch. Ja, genau. Und jetzt fahren wir leichte Steigung und sackt auf 28 km/h ab. Und ihr habt gerade gesehen, die Akkus, die waren wirklich vollgeladen. Die hängen jetzt 8 oder 9 Stunden an der Ladung, was ich sowieso viel zu lange finde. Also so ein Fahrzeug sollte innerhalb von 2 bis 4 Stunden vollständig aufgeladen sein. Also 10 Stunden ist schon relativ viel. Jetzt geht es wieder bergab und die Geschwindigkeit nimmt zu. Aber trotz Bergabfahrt schaffen wir nicht die Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Und das sollte es ja eigentlich schon schaffen, gerade bergab. Jetzt wird es ein bisschen schneller. Jetzt schaffen wir es, aber jetzt geht es wirklich auch bergab, dass man das schafft. Wie gesagt, vom Fahrgefühl recht klapperig, aber irgendwie lustig. Jetzt einen richtigen Schlenker traue ich mich auch nicht zu fahren. Ich denke, dass man damit mit der ganzen Kiste umkippt. Und jetzt ganz leichte Steigung, also fast geradeaus. Merkt man schon wieder, wie das komplett abkackt. Ich halte jetzt mal kurz rechts an, weil ich will mal wissen, was passiert, wenn ich jetzt vom Vollgas runtergehe, was die Akkustandsanzeige sagt. Ich halte jetzt hier an. Das ist jetzt auch so ein Manko. Also wenn hier die Sonne auf den Tacho scheint, sieht man gar nicht die Striche.
versuche das mal irgendwie, kann ich gar nicht. Also zwei Striche sind weg und ich fahre jetzt einfach mal weiter. Also es ist schon, also die Anzeige ist doof, weil man müsste immer anhalten, um zu sehen, was jetzt noch an Strichen da ist. Weil sobald ich jetzt wieder Gas gebe, ist komplett wieder unten auf den letzten Strich hier in Rot. Was ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht so gut sehen könnt. Und ich bin wirklich Vollgas drauf. Es geht ein bisschen bergauf und es fühlt sich wirklich so an, als wenn man jetzt den letzten Saft aus der Batterie rauszieht. Also es quält sich schon, eindeutig. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber also für mich ist das absoluter Schrott. Wenn man jetzt irgendwie andere Batterien oder Akkus einbaut, kann man bestimmt die Laufleistung verbessern und die Reichweite. Aber trotzdem bleibt es halt vom Fahrgefühl extrem schlecht. Und an dem Gesamtzustand ändert sich dann auch nichts, ne, am Fahrzeug. Obwohl, jetzt sehe ich gerade, nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit hier Quatsch erzählt habe, hier rechts Batterieanzeige und diese 100% hier, ich weiß jetzt gar nicht, was das bedeutet. Also nagelt mich jetzt nicht drauf fest hier, was ich erzähle. Kann sein, auf Anzeige steht jetzt doch 100%, ich weiß nicht, ob das sich auf die Batterie bezieht. Also das kann es auf gar keinen Fall sein, weil wir haben jetzt eine Steigung hier und das sackt komplett ab. Jetzt ist gleich vorbei. Also wenn das jetzt hier stimmen soll, 100% Batterieleistung, dann ist das jetzt hier echt arm mit 15 km/h. Also wir haben jetzt vielleicht, keine Ahnung, 5 oder 6% Bergsteigung. Und das geht komplett in die Knie, das Teil. Jetzt bleibe ich fast stehen. Oh je, und ich habe kein Handy bei. Hä? Also, ich muss hier mal Warnblinker suchen. Ah, der geht da an. Also, ich muss jetzt. Also, ich bleibe jetzt einfach mal drauf. Also, ich schaffe jetzt nicht hier die Kuppe hoch. Und ich verstehe nicht. Hier ist zwar runter komplett, aber hier stehen 100%. Was sind diese 100%? Hilfe. Jetzt ist vorbei. Hä? Jetzt erholt er sich hier langsam. Ich mach mal aus. 6,5 Stunden später. Jetzt schalte ich es wieder ein. Willkommen, ja. Da, das ist doch. Und jetzt seht ihr, gerade schon die 100%. Während der Fahrt ist es jetzt wirklich abgesunken von der Leistung. Jetzt steht ihr 40%. Das kann. Das hätte ja gerade schon während der Fahrt runtergehen müssen, an für sich. Okay, ich mach die Warnblinker aus. Vielleicht hat sich das jetzt wieder ein bisschen wieder erholt und fahre jetzt mal an. Ja. Also jetzt geht es sofort wieder ein bisschen schneller vorwärts. Aber die Prozentanzeige des Akkus, das ist überhaupt nicht reell. Jetzt fahre ich hier um die Ecke und dann geht es bergab. Und da merkt man auch deutlich, dass das wieder einfacher hat. Ja. Aber Steigung ist sofort. Jetzt. Oh, also. Ich bin echt einer, der gerne schnell fährt, aber. Das lässt sich jetzt echt bescheiden fahren. Also, wenn du jetzt eine falsche Lenkung machst, dann hat man das Gefühl, als wenn man sich mit dem Teil da hier überschlägt. Also, das fühlt sich an wie im Auto bei 200. So. Jetzt geht es wirklich bergab hier, ne? Fahrzeug bremst so ein bisschen alleine ab, wenn man vom Gas geht. Bremsen sind auch sehr gut, da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Nur die Prozentanzeige, das irritiert mich so ein bisschen, warum die nicht runter geht, ne? Jetzt wieder ein bisschen bergauf.
halte jetzt nochmal an hier. Mach nochmal Zündung aus und an und guck, ob die. Ob das sich immer erst aktualisiert, wenn man die Zündung aus hatte. Das wäre interessant. Nee, jetzt bleibt es gleich. Aber gerade auf dem Berg ist er komplett abgesackt, das verstehe ich gar nicht. Ich stehe jetzt ein bisschen bergab, die Steigung, die wir gerade als erstes hochgefahren sind. Ich drehe mal um und fahre jetzt hier wieder bergauf. Und guck mal, was dann passiert. Also fürs Flachlandgebiet ist es vielleicht eine Alternative zum Brötchen holen oder sowas. Aber in den Bergen ist das, wie wir gerade schon gesehen haben, überhaupt nichts. So, jetzt habe ich umgedreht, fahre wieder bergauf und mehr. Ey, das ist unfassbar. Die Steigung ist echt nicht stark. Man sieht kaum was im Display, also ich muss irgendwie einen Schatten finden. Das ist echt schon. Also, man müsste dann halt überlegen, ob man sich dann wirklich irgendwie andere Akkus einbaut, bessere, dass man eine weitere Reichweite erzielt. Aber bergauf hier mit 6 km/h rumzutrudeln, das ist, denke, nicht im Sinne des Erfinders. Und an den, hier tut sich nichts. Hier steht es immer auf Rot. Also ist schon sehr fragwürdig. Wenn ich jetzt zusätzlich mal eine Heizung mit einschalte. Da. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe die Heizung eingeschaltet und das Ding ist auf Runterhöhe. Also sofort. Okay, jetzt kriegt er wieder ein bisschen Fahrt. Jetzt mache ich mal die Heizung an parallel. Sackt sofort ein. Jetzt habe ich mal angehalten. Ja. Ich drehe jetzt wieder um, fahr bergab. Zurück nach Alex. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt hier mit stehen zu bleiben und zurück zur Firma zu laufen, weil ich habe, wie gesagt, kein Handy bei. Bergab rennt das Ding. Aber selbst da merkt man, wenn man die Heizung einschaltet. Da ist er wieder. Auf jeden Fall Daumen nach unten. Also ich kann es überhaupt nicht empfehlen, das Teil. Okay. Erstens, wir sind losgefahren bei 100%. Links zeigt ja die Prozentanzeige ein, was ich erst gar nicht bei der Fahrt gecheckt habe, so wirklich. Habe ich auch gesagt. Ich habe mich nur auf rechts da irgendwie bezogen. Ja. Rechts ist dann halt komplett voll gewesen und sobald ich hier schon Vollgas gegeben habe, ist das komplett runtergesegelt auf den letzten roten Strich. Und sobald du dann anhältst, dann reguliert er sich wieder und zeigt dann den Iststand wahrscheinlich an von den Akkus. Oder ist das vielleicht so eine Rekuperationsanzeige, dass wenn er rekuperiert? Nee, das glaube ich nicht, weil bergab passiert dann auch nichts oder wenn man bremst. Okay. Aber dann habe ich auch dann links gesehen, da hat man ja die Prozentanzeige, das ist wahrscheinlich der Prozentstatus von den Akkus. Ja. So, der war die ganze Zeit auf 100%, bin ich außen rum gefahren. Ja. Wie bin ich denn gefahren? Ah ja, ich bin hier hochgefahren, einmal komplett rum und dann bin ich so rumgefahren und da hinten die Steigung hoch. Ja. Und auf der Steigung hat man gemerkt, ich glaube, ich bin abgesackt auf 10, 15, musst du gleich mal gucken. Immer noch 100% bis zum Stillstand, also ich bin stehen geblieben. Ja. Stand immer noch 100% Akku. Ja. Wo ich stehen geblieben bin, Zündung aus, Zündung an. Dann stand auf einmal 40% Akku, konnte dann normal weiterfahren. Ach, der ist stehen geblieben, weil er nicht weiterkam, oder? Ja, genau. Ach so. Also dann habe ich, weil ich bin stehen geblieben, habe ich einmal Zündung aus und wieder eingeschaltet. Und dann hat sich die Prozentanzeige erst aktualisiert. Und dann konnte ich weiterfahren mit weniger Leistung, aber es ging noch. Okay. So. Dann hier zurückgefahren. Also auf der Geraden schafft er keine 45, gar nicht. Ja. Bergab schafft das und wenn er schafft, kriegt man Angst in den Ding. Ja, ne? Es ist furchtbar. Und da habe ich gedacht, okay, drehst du nochmal um, bin ich hier nochmal die Steigung hochgefahren. Und da habe ich irgendwie nur noch 6 km/h geschafft.
Und dann habe ich gedacht, schaltest du mal die Heizung ein. Habe ich die Heizung eingeschaltet, dann ist er komplett ausgegangen und stehen geblieben. Das habe ich schon gesagt, natürlich, hier müsste man dann vielleicht bessere Akkus nachrüsten. Dann kann man wahrscheinlich die Reichweite auch verlängern und dann auch das ganze Auto irgendwie verbessern. Ne? Ja. Aber das ist ja nicht im Sinn. Man kauft hier für 7.000 Euro so ein Teil und es... Steckt dann nochmal 2.000 ja. Euro in Akkus, ne? Ich meine, der hat jetzt 37 Kilometer gelaufen und wurde schon fünfmal vollgeladen. Irgendwas passt dann da nicht. Ja. Und das war auch der Grund, warum der Kunde das dann wieder abgegeben hat. Und dass seine Frau das nicht fahren wollte. Ja. Weil wenn man nur hier 500 Meter zum Brötchen fahren kann, dann brauche ich sowas nicht. Kann ich auch zu Fuß gehen. Also in diesem Sinne, es war nochmal gefordert, wir haben uns nochmal angeguckt. Und können wir jetzt ganz offen sagen, ein unserer Zuschauer vom letzten Video, der hat uns sofort angerufen und hat gesagt, ey, ich will das Teil haben, egal was damit ist. Wir haben das jetzt günstig weiterverkauft, deswegen ist es jetzt auch nicht mehr verkäuflich. Wird, glaube ich, nächste Woche abgeholt oder geliefert. Und dann ist die Sache Eco Lelo, Eco Lazy, wie die Dinger auch heißen, für uns vom Tisch. Und war trotzdem mal cool, sowas gesehen zu haben, gefahren zu haben, aber für uns überhaupt nicht interessant. Verzeiht mir die Ehrlichkeit, aber es ist, wie es ist. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video.